Trainer, nach dem torlosen Remis gegen Holstein Kiel hast du dich insbesondere mit der Reaktion deiner Mannschaft in Unterzahl positiv geäußert. Was hat dir da besonders gut gefallen? Na, mir hat besonders gut gefallen, dass sie ganz schnell in die Ordnung gefunden haben, dass sie weiter auch nach vorne gespielt haben, also nicht nur auf Verteidigen, sondern dass wir weiter auf Sieg gespielt haben, aber mit einer gehörigen Portion Disziplin und eben Ordnung. Und das hat mir gefallen, dass da jeder über den Punkt gegangen ist und dass sie sich da nochmal richtig zusammengerissen haben. Am Samstag gastiert ihr bei Rot-Weiß Erfurt, eine Mannschaft, die zu Hause so viele Punkte gesammelt hat wie wir. Was hast du für einen Eindruck von der Mannschaft und was erwartest du für ein Spiel? Ja gut, das soll nichts heißen. Ne? Es ist immer noch, wir haben jetzt den 12. Spieltag gehabt. Erfurt ja, ist eine gute Mannschaft, die auch Ambitionen hat, die ein neues Stadion gebaut hat. Aber man sieht ja, wie dicht das alles beieinander sind in der Punktezahl. Und die haben mit Kamlott einen der besten Stürmer in der dritten Liga. Sie haben den Vokai, den ich noch gut kenne aus München, der sehr laufstark ist, sehr diszipliniert spielt. Und ich erwarte dort, dass es ein richtiger Fight wird, aber wir wollen da hinfahren und wollen so unser Spiel aufziehen. Wie sieht es von der personellen Situation her aus? Vor kurzem hat man noch gedacht, oh, die Personalsituation hat sich extrem entspannt. Jetzt ist es ja scheinbar nicht mehr ganz so gut. Na gut, unsere beiden Langzeitverletzten, Čabek und Mrovca, wobei Sebastian Mrovca nächste Woche schon zu uns kommt, was ich sehr gut finde. Natürlich nicht ins Mannschaftstraining, sondern zum Reha-Training, aber er ist hier auch bei der Mannschaft, dass er mehr dabei ist. Dann ist Lukas Schnellbacher weiterhin verletzt. Steven Ruprecht ist doch noch nicht so in Ordnung mit der Wade, der wird nicht spielen können, ist noch im Reha-Training. Schwardorf hat sich am Dienstag verletzt, genauso Akoto hat sich am Dienstag verletzt, beide am Sprunggelenk im Training und die fallen aus und Kovac so und so mit seiner gelb-roten Karte. Vor den Spielen gegen Münster und Kiel hattest du ja ihnen sowas wie richtungsweisenden Charakter zugewiesen. Jetzt ist es so, dass nach den beiden Spielen es immer noch 3 Punkte bis Platz 3 und 3 bis Platz 15 sind. Wie viel schlauer bist du jetzt? Nein, ich bin nicht schlauer. Mir geht es ja darum, dass die Mannschaft sich entwickelt. So, und wie gesagt, wir haben in Münster richtig, richtig ordentliches Spiel gemacht. Und gegen Kiel, meines Erachtens oder unseres Erachtens vom Trainerteam, noch zu tief vorne gepresst. Also wir waren nicht so hoch wie in Münster und haben dadurch auch Schwierigkeiten gehabt gegen Kiel. Haben viele Fehlpässe, also wir haben sehr viel Respekt gehabt. Und deswegen war es das Positive in Unterzahl, dass wir uns da wirklich uns gesteigert haben, was wir aber auch mussten. Und ich denke mal auch verdient den Punkt geholt haben. Und deswegen, die Entwicklung ist entscheidend. Vor allem auch dieses griffige, robuste, dass man sich nicht mehr abschlachten lässt, sondern dass man auch in die Zweikämpfe geht. Und da sehe ich eine Entwicklung. Muss natürlich auch alles besser werden, weil wir ja auch weiter Fußball spielen wollen. Aber Voraussetzungen sind die Grundtugenden. Und das haben sie die letzten beiden Spiele angenommen. Dass die Personalsituation sich jetzt etwas wieder verschlechtert hat, was bedeutet für dich das als Trainer konkret im Training und im Umgang mit der Mannschaft und in den Erwartungen? Nein, da ändert sich nichts. Das ist schade, ganz klar, weil wir alle Spieler brauchen. Und deswegen, wir haben gesagt, die Saison ist lang. Wir brauchen jeden Spieler und jeder hat auch einen Anspruch zu spielen. Wir kriegen auf alle Fälle 11 Leute zusammen. Wir haben noch 18 im Training. Also so ist es jetzt nicht, dass wir uns das umschmeißt. Aber wie gesagt, wir hätten natürlich gerne alle, aber weil sie einfach dazugehören. Und Verletzungen gehören dazu, weil Training ist nun mal, und auch Spiel ist natürlich ein Mannschaft- und Kontaktsport. Dankeschön. Bitteschön.